Yo, moin Kinders. Ja, endlich ist das soweit. Das Glops-Tutorial steht an. Ich verspreche das ja schon seit Wochen, aber irgendwie hat das nie richtig geklappt. Und es war ursprünglich auch angedacht, dass ich das zusammen mit Stricky mache. Und ich hatte so den Gedanken, da machen wir eine private Runde auf, ne? Einer gegen einen. Und wir führen bestimmte Sachen einfach vor in Absprache. Ja, das haben wir dann gemacht, haben uns verabredet. Und dann habe ich festgestellt, ja, man kann gar keine privaten Glops-Runden starten. Haha. Hätte ich auch vorher nachgucken können. Naja, und auf jeden Fall, das Real Life hat auch so ein bisschen dazwischen gehauen. Aber jetzt ist das eigentlich endlich soweit. Ich hoffe, ich kriege das alles voneinander. Ich habe mir zum ersten Mal was aufgeschrieben, weil ich sonst sowieso wieder die Hälfte vergesse. Ja, ich habe das so vor. Ich werde jetzt erstmal so ein paar grundlegende Sachen zu dem Modus Glops oder Global Operations erzählen. Und im Anschluss so ein paar Besonderheiten, wie die NPC-Geschichten und sowas, die da auch mit auftreten können. Jeweils mit kurzen Clips auch nochmal genau zeigen, damit alle wissen, was gemeint ist. Ja, fangen wir mal an. Prinzipiell, der Glops-Modus. Ich vergleiche den immer, und das trifft jetzt eigentlich auch ganz gut, falls ihr Battlefield gespielt habt, ne, in den letzten Jahren, wie auch immer, da gibt es den Conquest, weiß ich nicht, in den Eroberungsmodus auf Deutsch jedenfalls, wo es eben darum geht, bestimmte Punkte oder Caps ja, einzunehmen, zu halten oder eben auch wieder zu erobern, wenn sie weggenommen wurden, etc. etc. Das ist das grundlegende Prinzip, auch bei Glops. So, jetzt muss ich mal kurz gucken auf mein Zettel. Ja, ich habe mir das so notiert. Eine Runde Glops geht maximal 15 Minuten. Es gibt die Runden in 15 gegen 15 oder auch 10 gegen 10, wenn ein bisschen weniger los ist. Das ist ganz gut. Bevor sie das geändert hatten, waren es immer nur 15 gegen 15 und da hat man teilweise sehr, sehr lange warten müssen, wenn eben ja nicht gerade die Zeit war, wo viele da waren. Darum, ganz nett. Das Prinzip ist auch ähnlich wie bei Battlefield. Man hat eben entsprechend Tickets. Die Zahl ist nicht immer gleich. Das wird oben angezeigt. Werde ich dann auch gleich nochmal genau zeigen. Gehen wir jetzt einfach mal von aus, beide Teams haben am Anfang zum Beispiel 3000 Punkte, Tickets da oben stehen und die ticken dann runter, wenn man eben die Caps hält oder wenn man jemanden abknallt. Ein Panzer abschießen bringt 25 Punkte, beziehungsweise zieht dem Gegner 25 Punkte ab. Ein NPC abschießen bringt minus 10 Punkte für den Gegner, aber am meisten bringt es eben, wenn man die Caps einnimmt und hält, weil dann tickt das konsequent runter. Und je mehr Caps man hat, wenn zum Beispiel 3 da sind und man hat 2, dann tickt das schnell runter. Wenn man alle 3 hält sogar, dann geht das richtig flink, da kann man manchmal gar nicht gegen gucken. So das Grundprinzip. Also man muss die Punkte des Gegners, die Tickets, auf 0 bringen. Dann hat man gewonnen. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, insgesamt haben die Glops-Matches 3 Phasen. Das heißt, die Caps sind nicht immer an denselben Stellen, die schalten um. Das ist ein bisschen dynamischer. Ne? Man fängt an mit der Runde und dann sind da zum Beispiel, ja, ich sag jetzt mal 2 Caps. Ne? Bei manchen sind es auch 3, das ist je nach Karte unterschiedlich. Und dann geht es erstmal los. Caps einnehmen, gegenseitig abschießen, etc. etc. So, wie man das eben halt macht. Und in der Leiste oben, wo die Tickets angezeigt werden, sind vertikale Striche. Sobald einer von diesen Strichen, egal auf welcher Seite, erreicht wird, schaltet es um in die nächste Phase und dann sind die Caps woanders. Und dann geht das Spiel von vorne los. Werde ich im Anschluss auch natürlich noch eben in Bild und Ton genau zeigen. Aber schon mal zur Information. Und eben, wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man die Caps holt, hält und verteidigt. Damit gewinnt man die Runden. Es ist scheißegal, ob man viel Schaden macht oder nicht. Es geht letztendlich darum, die Tickets auf Null zu bringen vom Gegner und dafür muss man alles machen. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt viel Schaden machen und auch nicht viele Abschüsse. Man kann da auch anders ganz gut punkten.
Hab's ja auch schon oft genug in meinen anderen Videos gezeigt. Ich spiele ja nur Globs zu 90% und da sieht man das ja auch immer. So, weiter geht's. Es gibt Joker-Punkte, sogenannte. Das sind auch kleine Caps, die man einnehmen kann, die irgendwo auf der Karte erscheinen. Obwohl, irgendwo stimmt nicht, es sind immer feste Punkte, aber die erscheinen zufällig. Man weiß nie, welcher als nächstes kommt. Und da kann man als Beispiel zum Beispiel, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, verdammte Axt. Fangen wir an. Man kann Bunker setzen, die mit Raketen schießen. So kleine, runde Dinger, werdet ihr auch noch sehen. Die greifen dann den Gegner an. Ne? Die kann man strategisch hinterm Gegner setzen oder wo es gerade passt und dann ballern die für einen. Den Schaden kriegt man gut geschrieben. Dann gibt es die Möglichkeit, über einen Joker-Punkt, wenn man den Cap holt, einen Luftschlag anzufordern, den man ziemlich genau setzen kann. Auch eine wunderbare Sache. Wird alles noch gezeigt gleich im Anschluss. Es gibt die Möglichkeit, Caps zu holen, um Drohnen hochzuschicken, die dann das gegnerische Team spotten. Auch wichtig manchmal. Auf manchen Karten gibt es auch ein Gunship, das fliegt dann ein oder zwei Runden um die Map rum zu und ballert alles im Grund und Boden, was eben so vor die Flinte kommt. Und gerade wenn weiche Gegner irgendwo hinten stehen, die haben sehr wenig Spaß, wenn das Gunship oben ist, der rattert die so weg. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, ist auch nur auf einer Karte, ich meine, ja, Grindelwald, da kann man, nach einiger Zeit spawnt da ein Munitionspaket. Das kann man sich dann auch holen, genau wie ein normales Cap, ne? Ein blauer Kreis reinstellen und sehen, dass man das kriegt. Und muss dann, sobald man die Munition quasi aufgeladen hat, man wird direkt komplett gespottet für die gesamte Zeit, wo man die Muni hat, und muss die zu einem Punkt bringen, wo dann NPCs starten. Sprich, ich habe den Satz gerade komplett verhauen. Aber ich fange jetzt nicht nochmal an, das hab ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Also man holt die Munition, fährt sie zu einem Punkt und dann kommt die NPC-Arti, geht in Position und beschießt den Feind. So, Punkt. Und das ist eigentlich so erstmal das Grundlegende, ne? Wie gesagt, man kann es vergleichen mit Battlefield, den Eroberungsmodus, Caps halten, Caps holen, Caps wiederholen und so weiter und so fort. So, dann gibt es noch eine andere Sache, die ich auch schon mit anspreche. Das kann ich direkt auch eben zeigen. Wir nehmen jetzt einmal bei die Commanders. Moment. Das sind drei Stück, die das können. Wir fangen mal an mit dem Cortez. Da sieht man es gleich. Der hat diese Funktion. Infiltrator 1. Base Capture Rate increased by 6,3%. Sprich, schnelleres Cappen. Insgesamt kommen wir hier auf 6,3 mal 3, 18,6 oder sowas. Irgendwie so um den Dreh, knapp unter 20% schnellere Cap-Rate. Sehr interessant, weil es kommt manchmal wirklich auf Sekunden an. Ne? Manchmal steht man in irgendeinem Cap drinne und man hört den Luftschlag kommen. Und ja, je schneller man capt, hat man manchmal noch das Glück, bevor man weggefegt wird, das Ding zu holen. Ein weiterer Commander, der das auch hat, ist der Ionis Sanna. Hier, 18,8. Ich glaube, das andere wäre auch 18,8 und nicht 18,6, was ich sagte. Ne? Na, ist ja auch wurscht. Ne? Capt auch definitiv schneller, ganz wichtig. Und dann gibt es noch, ich glaube, sie war das, ne? Ja, genau. Sie hat dasselbe nochmal drin mit 10,9% schneller cappen. Also das ist für Globs eine sehr feine Sache. Sollte man auch durchaus benutzen, wenn man hauptsächlich aufs Cappen aus ist. Macht natürlich, wenn man hinten irgendwo snipert, keinen Sinn. Dann kann man auch was anderes reinpacken. Und zusätzlich gibt es Fahrzeuge. Welchen nehmen wir da jetzt mal? Mal gucken, habe ich überhaupt noch irgendwas hier, was das kann? Der nicht. Ich bin ja komplett ohne gerade. Unverschämtheit. Ne? Der müsste es haben, oder? Ja. Ach, der Maler hätte es ja auch gehabt. Aber es ist wurscht. Und zwar, manche Fahrzeuge haben das sogenannte Troop Compartment, also wie heißt das auf Deutsch jetzt? Ich muss das unbedingt wieder umstellen, ey. Ein Kampfraum, so heißt es in Deutsch, wo eben Truppen transportiert werden. Und da hat man den Vorteil auch, dass die Cap-Rate bei 5, jetzt lese ich schon Englisch-Deutsch durcheinander, die Cap-Rate um 25% beschleunigt ist, was natürlich auch noch eine feine Sache ist, ne? Da kann man was mitmachen. Und zusätzlich auch wird 25% schneller repariert. Ist ganz gut, wenn die Ketten runtergeschossen werden, dann geht das ein bisschen schneller.
Aber auf jeden Fall, da gibt es einige Fahrzeuge. Marder, Warrior, was gibt es noch alles? Oh, sind einige. Sogar der Merkava MK4M, der 10er, der hat auch so ein Ding mit drin. Für schnelleres Cappen und in Truppen. Wird ja sowieso bald interessant, wenn die Truppen kommen. Ja, der Marder hat es mit drin. Der Rosomag hat es nicht mit drin. Na gut, das kann man aber ja selber nachgucken. Es sind einige Fahrzeuge. Ja, brauchen wir uns jetzt nicht dran aufhängen. Das passt dann schon. Gut, jetzt gucke ich nochmal auf mein Zettel. Nö, das war's eigentlich so im Groben. Jetzt werde ich gleich eben verschiedene Clips aufnehmen, wo ich eben die speziellen Sachen direkt anspreche. Und dann gucken wir weiter, ne? Also, geht gleich weiter. Moin! So, halt, alles zurück. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Im Globs-Modus ist es natürlich so, dass wenn man abgeschossen wird, man wieder respawnt. Nach knapp 20 Sekunden, 15, weiß ich gerade gar nicht genau, 15 bis 20 Sekunden dauert es und dann respawnt man wieder. Also das ist ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Und was ich auch vergessen habe, steht auch nicht auf meinem Zettel, ich bin so schusselig manchmal, es gibt Reparaturpunkte, wo man sich wieder heilen lassen kann. Werde ich alles noch zeigen gleich. Nur das sind dazwischen, also man kann respawnen, wenn man abgeschossen wurde. Moin! So, da sind wir jetzt am Anfang einer Runde Globs. Wir starten oben, die Feinde starten unten. Und man sieht direkt, ich mache mal eben den Cursor an, hier oben. Ne? Wir haben 2000 Tickets, die anderen haben 2000 Tickets. Kann je nach Karte auch mal ein bisschen mehr sein, ist unterschiedlich. Und hier sehen wir diesen Balken. Ne? Das heißt, dieses Match hat zwei Phasen. Bei den anderen Maps hat man drei Phasen, da sind dann hier die Striche und hier. Und sobald ein Balken dort ankommt, egal welcher, schaltet die Phase um. Im Moment haben wir Punkt 1 und Punkt 2. Man sieht es auch hier auf der Karte. Gerade ein bisschen schlecht zu sehen. Mach mal so, da kann man es besser sehen. Die gilt es einzunehmen. Das ist so das grundlegende Ding erstmal. Da reinstellen, einnehmen und nach Möglichkeit dem anderen noch den Cap wegnehmen und darum kämpfen. Das ist eben das Ding. Das ist Globs. So, dann werde ich jetzt eben einmal kurz losfliegen. Beziehungsweise, das kann ich auch im kurzen Stück schneiden. Ja, ist besser. Ich bin gleich wieder da. Jo, ich habe mich mal in Position gebracht. Und man sieht eben, das andere Team ist noch nicht gespottet, deswegen sind sie unsichtbar. Aber wir haben auf der linken Seite die 2. Da fahren unsere Jungs schon erstmal hin. Und auf der Seite 1 sieht man auch schon, da sind die Feinde am Cappen. Das ist so, ja, der grundlegende Anfang. Man holt sich die Caps, die da sind. Die anderen verteilen sich strategisch da hinten, um hier ein bisschen reinhalten zu können. Und darum geht's. Man sieht, wie die Balken sich auffüllen bei der 2 und auch bei der 1. Und die Zahl vorne, 4 in dem Fall, und bei dem anderen 4, zeigt an, wie viele Leute im Cap stehen. Weil je mehr drin stehen, desto schneller geht es. Ist auch ganz klar. Und dann geht die Schlacht los. Das ist so das Grundlegende erstmal. Caps holen und dann erstmal gucken, was passiert. Und nach Möglichkeit dem anderen Feind auch den Cap wegbringen. Nicht wegbringen, wegnehmen natürlich. Gut, dann kommen wir gleich zur nächsten Einstellung. So, das Match ist jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten. Und hier sind jetzt zwei Punkte aufgegangen. Und zwar, Moment, ich hole mal den Cursor. Seht ihr hier? Einmal auf unserer Seite, einmal auf der Gegnerseite. Das sind Caps, um einen Luftschlag anzufordern. Sprich, man stellt sich da rein, ich glaube 15 Sekunden. Wenn man schneller cappen kann, geht es schneller. Und kann dann ein, Luftschlag setzen. Das werde ich jetzt am besten so zeigen. Moment, was haben wir da unten? Das ist der Striker Adats. Das dürfte er sein. Ich gehe da jetzt mit rein, weil wir dann nämlich auch die Karte sehen. Ja, das ist eine gute Position. So machen wir das. Ich zoome mal ein bisschen raus. Und starte eben wieder den ganzen Chakalaka-Kram hier. So, der gute Mann fährt da jetzt rein und man sieht oben, ne, sind sogar 20 Sekunden zum Anfang, wenn man die cappen will. Ja gut, aber das wird ja angezeigt. Oh, da fahre ich sogar noch mit rein, das bin ich. Ich helfe ihm beim Cappen und da sieht man, die Zeit geht runter. So, und jetzt wird er gleich den im Schlag setzen. Jetzt auf die Minimap gucken. Da. Und zwar macht man das dann, indem man Q drückt, damit löst man das aus, setzt dann den Startpunkt am hinteren Ende. Moment, ich drücke nochmal auf P. Ja, ist ein bisschen blöd zu sehen, aber wird schon gehen. Ne? Man setzt zuerst hier den Startpunkt und als zweites die Richtung, in die da gehen soll. Ne? Also ich denke mal, das ist eindeutig. Einfach klicken.
den Joker, den man eben geholt hat, mit Q aktivieren. Das gilt für alle Joker. Und dann hier hinten zum Beispiel Luftschlag, Startpunkt, Richtung, Abgang. Lass mal noch mal kurz laufen. Obwohl, nee, ich fliege da jetzt eben hin. Das ist ganz gut. Moment, ich muss die Finger eben sortieren. Hä? Ach so, ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich die Kamera wieder frei. Komisch, manchmal funktioniert es einfach nicht, ne? Ja, manchmal ist es ein bisschen komisch. Aber was willst du machen? Da hinten seht ihr schon, das, was gerade wie ein Riesenvogel aussieht, das ist der Bomber, der ankommt. Und der wird dann gleich... Kann ich jetzt echt nicht schnell fliegen? Doch, jetzt geht's. Na, also, man muss nur drauf beharren. Wenn ich das richtig gesehen hatte auf der Karte, wird der gleich hier ungefähr quer rüber alles wegbomben. Ich hoffe, die Kamera steht richtig. Müsste eigentlich. Also nochmal eben hier Film ab. Da kommt er. Und da fallen die Bomben. Und wer da drunter steht, der überlebt das nicht. Ach, waren sogar zwei Schläge gleichzeitig von denen und von uns. Ja, das ist natürlich cool, ne? Schöne Szene. Ne, das wäre eben der Luftschlag. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten. So, hier gibt es jetzt um die kleinen Bunker, die man sich holen und setzen kann. Und zwar ist hier ein Cap aufgegangen mit diesem Bunker-Symbol. Das entspricht eben, Moment, ich muss nochmal hier drücken, das entspricht diesen Dingern da hinten. Ich fange mal ein bisschen dichter ran eben. Dann sieht man das besser. Fliegfriese, Flieg. Ne, das sind diese Raketenbunker. Die kann man nämlich dann auch an bestimmte Stellen setzen. Und ich hoffe mal, dass der Wild das Ding jetzt holt. Nicht, dass er dran vorbeifährt. Ich mache mal hier Pause raus. Ah, sehr schön. Er holt den Cap. Ja, man sieht, oben der blaue Ring geht auf. Der Feind holt sich auch seinen Cap. Wir versuchen da hinten sogar gerade die einzuklauen, aber das wird gerade blockiert. Jetzt hoffe ich mal... ist natürlich jetzt ein bisschen blöd zu sehen. Ich vermute mal, er hat es da vorne hingesetzt. Ich muss selber kurz gucken. Es gibt immer feste Punkte, die kann man nicht irgendwo hinsetzen, sondern eben an bestimmte Punkte. Ein Punkt wäre zum Beispiel hier hinten. Da sehen wir aber noch nichts. Ah, er hat sie da hingesetzt. Gut, alles klar. Und dann hat er dann eben mit Q wieder aktiviert und auf der Karte diesen Punkt angegeben und schon stehen hier zwei Türme da und da und die zielen auf die Feinde. Können natürlich auch abgeschossen werden. Ne? Sollte man auch tunlichst tun, wenn da was Rotes steht, was wie ein Turm aussieht. Weg damit, die schießen gerne in den Rücken und das macht keinen Spaß manchmal. Aber das haben wir dann auch schon mal, das ist schön. So, und jetzt geht das Match gleich in seine nächste Phase. Ihr seht das oben beim roten Balken, der ist fast an diesen hochkant stehenden Balken angekommen. Und dann schaltet das um. In diesem Fall auf dieser Map gibt es dann sogar drei Punkte. Ist ganz interessant. Ich fahre mal ab und dann müssten wir die eigentlich gleich alle drei sehen. Müsste jeden Moment soweit sein, hoffe ich mal. Jawohl. Und man sieht, hier die 5, hier die 4 und da hinten die 3. Und da ist natürlich wichtig, dann möglichst zwei Punkte zu halten, ne? Damit man eben mehr Tickets abzieht als die Gegner. Oh, da konnte man gerade sehen, hier vorne hat der Gegner seine Raketenbunker hingesetzt, die auch gerade schon entsorgt werden. Sehr gut. Ne, aber ich denke, das ist dann ja soweit hoffentlich verständlich. Es geht wirklich darum, Punkte zu holen. Hier der Feind. Holt den gerade. Wir haben schon. Und hier auf dieser Karte geht es meistens um die 3. Wer die 3 hält, gewinnt für gewöhnlich. Nur da geht hier oben. So, weiter geht's. Ja, vorhin der letzte Clip ist mir das Spiel abgestürzt. Deswegen fehlen da so ein paar Worte am Schluss. Aber ich denke mal, das stört nicht weiter. Da war eh nichts Wichtiges mehr. Wir sind hier auf der Karte Roughneck. Und haben vor uns hier den Cap-Punkt, um das Gunship zu holen. Das gibt es nur auf dieser Karte und auf Wasserwege, Waterways.
Wenn man den Cap geholt hat, startet ein ziemlich großes Flugzeug mit ziemlich großen automatischen Kanonen und fliegt so ein, zwei Runden um die Map und ballert auf alles, was rot ist. Ist eine schöne Sache. Ich lasse das jetzt mal eben hier laufen. Ich hoffe, wir kriegen den Cap jetzt hier auch. Ich habe gar nicht vorher nachgeguckt. Oh, wird schon gut gehen. Film ab. Der Kram steht auf zu schnell. Moment. Moment. So. Wir wollen ja nicht hier in Hektik verfallen, ne? So. Geh noch ein bisschen dichter ran. Weil man sieht, dieser Punkt ist immer sehr umkämpft. Weil wer das Gunship hat, haut eine Menge Schaden raus. Der wird einem übrigens angerechnet, wenn man das Ding auslöst. So, ich glaube, wir haben den Punkt jetzt gekriegt. Ich werde mal ganz kurz eben in irgendein Fahrzeug reinschalten. Damit wir die Minimap sehen. Ah, und unten in der Ecke seht ihr jetzt gerade das Flugzeug kommen. Genau, da hinten sieht man es auch mitten auf dem Bildschirm jetzt. Ich werde da mal eben so ein bisschen mit ranfliegen. Und so ein bisschen verfolgen, was passiert. Es kann natürlich von den Feinden abgeschossen werden, ist ganz klar. Und das machen die hier auch. Ja, der fliegt einfach seine Bahnen rundherum. Ich hoffe, er trifft auch noch ein bisschen was, bevor er kaputt ist. Der hat schon gut was abgekriegt. Ja, als Kameramann so frei fliegen bin ich auch nicht gerade der Hit. Ja, mal gucken. Sobald er was zu sehen kriegt, müsste er losballern. Da fängt er an. Ja, und er schießt auch auf Feinde, die nicht gespottet sind. Der spottet für sich selber. Also der deckt einen auch auf, wenn der über einem fliegt. Ja, aber das ist eben der, und das gibt es auf Roughneck und auf Wasserwege. Sehr wichtig, aber auch meistens schwer zu holen. Sind heiß umkämpfte Gebiete immer. Ja, und wenn die Gegner ihn abgeschossen haben, was jetzt gleich der Fall sein wird, dann fällt er vom Himmel und ist kaputt. So, das war die Besonderheit. Geht gleich weiter. So, wir sind hier auf der Karte Wasserwege, Waterways. Und da gibt es eine Besonderheit, die ich auch noch eben erwähnen möchte. Und zwar, ich mache mal kurz meinen Cursor an. Erstens, hier sieht man auch, hier sind es 3000 Punkte pro Seite und zwei Balken. Das heißt, insgesamt gibt es drei Phasen, wie die Caps verteilt werden. Und hier ist es so, das ist immer so ein bisschen Überraschung am Anfang. Ich zeige das mal auf der Minikarte, ist gerade ein bisschen schlecht zu zeigen. Entweder startet es so, dass hier ein Cap ist, dort und dort ungefähr. Oder genau andersrum, dass hier ein Cap ist, hier und hier. Das ist immer unterschiedlich. Danach sind die Phasen immer gleich, aber der Start könnte andersrum sein, dass man eben komplett auf die andere Seite der Karte muss. Das schon mal vorweg. Und jetzt kommen wir hier gleich zu dem letzten Punkt. Was da wäre, die Drohnen zum Aufklären. Da schalte ich dann gleich wieder ein. So, dann sind wir jetzt hier auf der Karte, wie hieß es noch gleich, Geisterfeld, Ghostfield. Und hier geht es dann jetzt um die Joker-Punkte für Aufklärungsdrohnen. Hier ist einer erschienen. Ne, sieht man an dem Symbol drüber, das ist die Drohne. Und da drüben ist gerade einer erschienen. Flieg schneller, los. Wo auch der Draco jetzt gleich auf dem Weg hin ist. Wir machen das eben so, dann sieht man es besser. Ich gehe mal in den Draco rein. Haben wir mehrere, wa? Moment. Ah, das Overlay verdeckt mir die Liste. Ach nee, ist doch richtig. Ich war gerade von den Blättern irritiert. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal eben hier ab. So. Weil man so nämlich auch schön... Ah, da geht gerade ein Luftschlag runter da hinten, ne? Ja, da. Oh, ist das nicht herrlich. Weil man dann gleich besser sieht, was passiert. Und zwar holt er jetzt den Drohnenpunkt und da hinten der T249 auch. Das ist gut, beide gleichzeitig. Wenn man das dann geholt hat und mit Q auslöst, kann man an verschiedenen Punkten auf der Karte dann die Drohnen setzen. Und jetzt auf die Minimap gucken, da sieht man schon das blaue Flugzeug, was sich da dreht. Und das andere auch. Wir haben jetzt die komplette Feindesseite aufgedeckt durch die zwei Drohnen. Und die können dann nur was dran ändern, indem sie die Drohnen abschalten. Ne, nicht abschalten, sondern abschießen.
Da hinten kommt man gerade eine vom Himmel fallen sehen. Auf jeden Fall sehr wichtig für taktische Dinge. Ja, das sind die Drohnenpunkte gewesen. Dann geht's gleich weiter. Hier sind wir jetzt auf der Karte Grindelwald und da gibt es einige Besonderheiten. Aber bevor ich damit weitermache, etwas ganz Wichtiges, was ich vorher auch eben ein bisschen vergessen habe. Hier direkt vor uns der blaue Kreis und da hinten das Symbol mit 282 Meter. Das sind beides Reparaturpunkte. Sprich, wenn ihr kaputt seid, fahrt ihr da rein und müsst dann, ich weiß die Zeit gerade nicht, 10 Sekunden stehen bleiben. Und dann werdet ihr repariert. Die HP werden aufgefüllt, Module repariert, die Crew wiederbelebt. Also das ist quasi eine Art Reset für euch, um alles wieder zu heilen. Natürlich hat man auch sein Zubehör mit. Je nachdem, was man ausgestattet hat, kann man natürlich auch im Feuerlöscher, Reparaturkiste und was weiß ich, hier Medikit kann man auch mitführen und benutzen. Theoretisch wird auch die Reparaturkiste hier wieder aufgefüllt. Das ist im Moment aber ein Bug, das passiert nicht. Ist ein bisschen doof, weil dann fährt man eine ganze Zeit lang ohne Reparatur rum. Soll aber noch repariert werden. Aber auf jeden Fall, das sind die Punkte und die gibt es auf allen Karten. Das ist wichtig, das ist grundlegend auf allen Globs-Karten. Zwei Reparaturpunkte jeweils, wo man sich wieder in Schuss bringen lassen kann. Wenn man zu weit davon weg ist, macht auch durchaus Sinn, manchmal sich abknallen zu lassen und neu zu spawnen, bevor man eben 2-3 Minuten hin und 2-3 Minuten zurückfährt. Muss man immer abschätzen. Aber auf jeden Fall, das sind die Dinger, die euch heilen. Und gleich geht's weiter. So, und dann haben wir hier die erste Besonderheit, die es nur auf dieser Map gibt. Hier vor uns sehen wir jetzt gerade einen Punkt mit der Munitionsanzeige oben drüber. Wieso steht denn da 228 Meter? So weit bin ich doch gar nicht weg. Egal. Und, Moment, ich muss mal den Cursor auspacken, ne? Also hier, dieses Symbol, dieser Kreis und hier hinten sehen wir dann noch ein Arti-Symbol, 720 Meter. Und jetzt macht man hier Folgendes. Der wird es auch gleich hoffentlich tun, ich habe vorher nicht nachgeguckt. Man holt sich dieses Cap, dauert auch wie die anderen, was weiß ich, 10, 15 Sekunden, ich habe es gerade nicht im Kopf. Wenn man mit mehreren Leuten drin steht, geht es schneller. Sollte man auch immer unterstützen, wenn man hier lang kommt und da steht einer drin. Gilt für alle anderen Caps auch. Einfach eben mit reinstellen, ne, damit es eben schneller geht. Ne, Zeit ist Geld. Wenn man diesen Cap dann voll hat, dann bekommt man quasi das Munitionspaket aufgeschnallt, wird automatisch gespottet für jeden und muss da hinten zu diesem 720 Meter entfernten Punkt fahren, um die Munition an die Arti zu liefern, die dann ausrückt und anfängt auf die Feinde zu ballern. Ich lasse einfach mal laufen. Ich hoffe, er macht das jetzt auch. Ja, ich gehe mal in ihn rein hier. Moment, Challenger ist das er? Ja, so kann man es schön sehen. Ich hoffe, der zieht das Ding jetzt auch durch. Ja, können wir ein bisschen rauszoomen. So. Man sieht oben der Cap. 4 noch. 3, 2, 1. Und ab dafür. Jetzt hat er das Symbol drüber und er ist jetzt gespottet. Egal, was er macht, er kann auch nebeln. Der Feind sieht ihn. So oder so. Ja, und dann heißt es natürlich, da hinten hinkommen. Mit so einem langsamen Challenger ist das eigentlich Blödsinn. Das kann man besser mit was Schnellem machen. Meine Meinung. Dafür hält er mehr aus, aber ist ja auch schon halb tot. Das gucken wir uns eben ganz genau an, was dann passiert. Ach, jetzt ist auch zeitgleich der Hubschrauber aufgetaucht. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Nicht alles durcheinander. Man sieht, er kriegt schon von hinten Haue. Von allen Seiten. Oh, fahr weiter. Du schaffst es. Also das ist mal eine ganz spannende Sache. Weil man kriegt wirklich, wenn man dann aufgedeckt ist, von allen Seiten. So richtig aber. Und die feindliche Arti schießt auch schon auf ihn. Och nö, weiß der nicht, was er zu tun hat? Das wäre jetzt ja blöd. Ja, wie soll man das dann denn vorführen? Ja, das ist nun dumm gelaufen. Aber ich denke mal, ihr wisst, worum es geht. Ne? Also man liefert die Munition da hinten ab. Ich gebe ihm noch eben kurz Zeit. Vielleicht fährt er ja doch noch hin. Und dann rückt die NPC-Arti aus und schießt für einen. Was auch Spaß macht, ist, wenn man die Chance hat, das ist natürlich schwierig, kann man auch die Munition von den Feinden einsammeln und auf unsere Seite rüberholen. Und dann ärgern die sich, dass sie die nicht kriegen, weil die hier irgendwo rumliegt. Das ist auch mal eine gute Idee. So, das haben wir. Und jetzt müsste... Da kommen sie schon an, die ersten. Superior PLZ 05. Das ist dann eben NPC, da müsste es mehrere von geben. Wo
fähr da hin. Ach, da ist schon der zweite. Die haben immer irgendwie feste Positionen, wo die hinfahren. Ich bin gerade nicht... Ach ja, natürlich, hier vorne ist das immer. Ich habe es gerade nicht gefunden in der Hektik. Ja, man sieht, da kommen jetzt drei... Nee, er gehört ja nicht dazu. Zwei. Nee, da hinten ist noch einer. Drei. Drei Artis ran. Ja, und die feuern einfach auf alles, was eben gespottet ist. Sind nicht die Riesengefahr. Man kriegt ja meistens vorher eine Warnung. Eben Artillerie incoming. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch kurz, wie sie schießen. Ich fahre mal so ein bisschen rum. So, Nummer 3 ist auch endlich angekommen. Schon halb kaputt. Ah, er hat ein Ziel gefunden und er schießt auch. Ne? Das geht dann ganz von alleine, bis sie kaputt gemacht werden. Ansonsten stehen die lange da und schießen auf die Feinde. So, gleich geht's weiter. Da ist er wieder. So, was wir hier jetzt vor uns sehen, ist ein Cap, um einen Hubschrauber anzufordern. Ist in dieser Runde leider irgendwie nicht passiert, weil die werden gerne mal ignoriert. Aber das macht nichts, müssen wir jetzt nicht im Detail sehen. Hier gilt auch, den Cap holen und dann mit Q aktivieren. Dann sieht man auf der Karte, die eingeblendet wird, eben verschiedene Startpunkte. Und von dort aus fliegt dann der Hubschrauber in einer geraden Linie einmal über das Feld komplett und dreht um und fliegt wieder zurück und spottet dabei alle Gegner. Das ist eigentlich so das, was er tut. Ich glaube, schießen tun sie nicht, bin ich jetzt tatsächlich gerade überfragt. Aber auf jeden Fall die spotten. Auf der Karte, Moment, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ich gehe mal eben irgendwo rein in mich, hier so. Ja, das ist gut. Und zwar gibt es drei Linien. Einmal hier, einmal hier und einmal hier. Und je nachdem, von welcher Seite man die startet, eben von unten oder von oben. Und dann fliegen die eine Bahn hoch und wieder zurück und spotten dabei alles. Das sind die Hubschrauber. Wie gesagt, kann ich jetzt gerade nicht demonstrieren, aber ich denke mal, es ist klar, was da passiert. Gut, geht gleich weiter. Jo, willkommen auf Wasserwege. So, diese Map hat eine Besonderheit, die die anderen Karten nicht haben. Man sieht es schon hier unten in Gelb. Raketentürme in Gelb, sprich NPCs, die ganz alleine auf eigene Faust handeln. Es stehen hier mehrere rum, die sind auch nicht gespottet, werden gleich wohl ein bisschen auftauchen. Es ist einfach so, die spawnen und schießen sowohl als auch auf das rote oder auf das blaue Team. Ne, wer am dichtesten dran ist, kriegt aufs Maul, ganz simpel. Man muss sie zerstören, beziehungsweise man muss nicht, man sollte aber, weil die sind echt gemein, die hauen ganz schön schnell Raketen raus und dann hat man schnell Probleme. Deswegen immer abballern und dann läuft dann ein Timer runter. Ich glaube, es sind 4 Minuten, bin ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, vielleicht sehen wir das gleich. Und danach werden die wieder besetzt. Das heißt, die tauchen immer wieder auf, an denselben Stellen, nicht irgendwo. Und ja, ärgern euch. Und das ist eben auch ganz lustig manchmal, weil wenn man nicht drauf aufpasst und denkt gerade, ja, ich reiß hier was und schon schießen sie dir den Arsch weg. Ne? Also das ist mal ganz lustig. Ich lass mal laufen hier. Hatte ich schon gesagt, man sieht jetzt nicht alle, weil sie noch nicht gespottet wurden, hatte ich gesagt. Ne? Falls nicht, jetzt habe ich es gesagt. Und hier, Film ab. Ah ja, da ist gerade der zweite gespottet worden, da sieht man es. Da ist der andere jetzt schon wieder aus der Sicht gefallen. Ah, da ist er wieder, alles klar. Ja, man sieht, die müssen gespottet sein, sonst schießen die eben halt, ja, auch so auf dich, ohne dass man sie sieht. Ja, ist natürlich schwer, wenn hier jetzt keiner spotten kommt so richtig, ne? Ja, die Roten kann ich für uns spotten, aber ich denke, es ist klar, was ich meinte. Irgendwo hier gibt es auch noch welche. Ach, kann sein, dass die erst später dazu kommen. Dann gibt es auf jeden Fall... Ach nee, ich erzähl's noch gerade. Die sind nicht gespottet, deswegen sieht man sie nicht. Was bin ich blöd? Und hier stehen auch immer welche. Und hier auf der Ecke. Kann man jetzt natürlich nicht sehen. Hätte vielleicht eine spätere Sequenz nehmen sollen. Ach, wisst ihr was? Das mache ich noch im Schnitt. Geht gleich weiter. So, ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, da wird der gerade weggeschossen von einem von uns. Man sieht auch, der Turm schießt. Und jetzt ist er schon wieder nicht mehr da. Ah, ist schwer zu zeigen. Aber gut, ich denke mal, es ist verstanden worden. Ne? Die Dinger müssen abgeräumt werden. Die erscheinen alle paar Minuten wieder. Und schießen auf Freund und Feind. Ne? So, weiter geht's im Programm. Alter, was war das? Ein Rungelkaspere.
Ich habe festgestellt, mir fehlten genau die Replays von den Maps, wo ich noch was zeigen musste. Und ich habe jetzt krampfhaft versucht, eine Runde zu kriegen, wo ich dann endlich auf der Karte lande. Das hat mich jetzt fast 2 Stunden gekostet. Mann, Mann, Mann. Aber genug gemeckert, es geht jetzt um Folgendes, bevor ich das anschmeiß. Es gibt auf der Karte Öde Kluft, das ist diese hier, und auf der Karte Wüstenquerung, also die Wüstenmap. NPCs, die werden in Gelb angezeigt, ne? Fahrzeuge, Panzer, leichte Panzer, ebenso auf Zufall, denke ich mal. Ja, ich glaube, sind nicht immer dieselben. Ich habe das jetzt gerade gar nicht im Kopf. Also auf jeden Fall, es spawnen gelbe NPCs. Die sind feindlich in beide Richtungen. Genau wie diese gelben Geschütztürme auf Waterways, Wasserwege. Und ja, die gilt es dann auch abzuschießen. Die spawnen eigentlich immer in Cap-Nähe. Sprich, hier ist jetzt Cap 1, 2, 3 erstmal angesagt. Die Runde ist ganz am Start. Sobald man da in die Nähe kommt, spottet man die und dann kann man sie wegknallen. Die sind eigentlich nicht groß gefährlich, aber man sollte auch aufpassen, ne? Die schießen einen ja auch in den Rücken, wenn man nicht aufpasst. Und jeder von den gelben Panzern, der abgeschossen wird, zieht dem Gegner 10 Tickets ab. Ja, war das so? Ich guck nochmal auf den Zettel. Ja, das war so, genau so ist es. So, und dann fahre ich jetzt hier einmal den Spaß ab. Da hinten sieht man unsere Jungs schon ankommen. Ah, ich hätte ein bisschen später einsteigen können. Egal, auf jeden Fall wird man gleich hier sehen. Man sieht ja auch gar nicht den Cap. Ich muss wohl dicht daran. Da. Ah, da sieht man es schon. Da ist einer aufgetaucht. In diesem Fall ein Bradley. Jetzt fahre ich mal hier weiter mit hin. Hier ist Cap 3. Und da müsste eigentlich gleich noch mehr aufgehen. Da war auch schon mal mehr. Ist ja ein Ding. Ah, sieht man, da sieht man es auch eben. In Cap-Nähe tauchen die auf. Da hinten sieht man es jetzt auch bei der 2. Da fahre ich, glaube ich, auch gerade rum. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Wo bin ich denn? Ey, ich habe doch auch mitgespielt. Da bin ich. Ach, ich werde gar nicht richtig angezeigt. War ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall, das ist es eben auf diesen beiden Maps, die ich gesagt habe. Da spawnen in Cap-Nähe immer die gelben Fahrzeuge und da mehr hat es damit auch nicht auf sich. Das ist es eigentlich schon. So, ich glaube, jetzt habe ich alles abgegrast, ne? Ich muss mal gucken, ich mache erstmal aus hier. Ja, damit müssten wir es eigentlich haben, wenn ich mich jetzt nicht total versehe. Ich fasse noch einmal ganz grob zusammen. Ja, ich soll natürlich alles durchgestrichen, kann man nicht mehr lesen. Aber auf jeden Fall eben... Spielmodus ähnlich wie bei Battlefield Eroberung. Ne? Caps holen, halten und so weiter. Maximal 15 Minuten die Runde. 15 vs 15 gibt es und 10 vs 10, je nachdem wie viel da los ist. Dann haben die Maps 2 oder 3 Phasen, wo eben halt umgeschaltet wird. Das Wichtigste ist natürlich eben Caps holen und halten. Man kann sich reparieren an den Reparaturpunkten. Auch ganz wichtig, hatte ich auch gezeigt. Ja, wenn man einen Gegner killt, werden 25 Punkte beim Gegner abgezogen und für einen gelben Bot 10. Hatte ich gerade 25 gesagt? Boah, wird schon passen. Dann wichtig, Joker-Punkte holen, wenn es taktisch klug ist und auch taktisch einsetzen. Nicht verschwenden, die sind wichtig manchmal. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ne? Man kann respawnen, wenn man stirbt, ganz klar. Und ja... Das sollte es gewesen sein. Bevor ich mich jetzt noch mehr verhaspel, ich bin nämlich schon total Maggi im Kopf. Ne, sage ich erstmal tschüss. Ich hoffe, euch hat das Tutorial ein bisschen geholfen und auch gefallen. Ne? Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Wenn nicht, auch gerne. Kritik ist auch gern genommen, ne? In die Kommentare. Ja. Haut einfach einen raus. Würde mich interessieren, ob das so brauchbar war oder nicht. Ich bin nämlich selber gerade gar nicht so sicher. Ne? Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und haut rein. Ne? Tschüss.